Die Spannung steigt, denn an diesem Sonntag findet die 84. Oscar-Verleihung statt. Neben den großen Hollywood-Filmen werden auch preiswertere Produktionen ausgezeichnet, sowie in der Kategorie bester nicht-animierter Kurzfilm. Pentecost ist einer von ihnen. Der 11-minütige Film aus Irland erzählt die Geschichte von Damien, der als Messdiener in der heimischen Gemeinde dienen muss. Die Eltern drohen sonst mit einem Fußballverbot. No playing football, no watching football, no listening to football. Well, Liverpool's in the European Cup final. No football. Wir haben vor fast 2 Jahren den Film gemacht. Deshalb freuen wir uns besonders, dass am Ende der ganzen Festivalsaison noch dieser Höhepunkt folgt. Aus Deutschland kommt das 24-minütige Drama Raju. Max Zele und Stefan Gieren schaffen mit ihrem Studienabschlussfilm gleich den großen Wurf. Raju dreht sich um einen kleinen Jungen aus Indien, der illegal adoptiert wurde. Raju! Die Filmemacher genießen ihren Ausflug nach Hollywood. Wir gehen zum Strand und genießen die Sonne, die wir ja in Hamburg nicht haben. Und wir versuchen uns zu entspannen. Das ist einfach eine unglaublich große Ehre, für den Oscar nominiert zu werden. Davon träumt man als Kind. Man guckt sich die Oscar-Verleihung als Kind an und sieht die Stars und denkt immer, oh, über den roten Teppich zu laufen wäre großartig. Aus den USA kommt der 11-minütige Film Time Freak von Andrew Bowler. Ein neurotischer Erfinder entwirft eine Zeitmaschine. Das einzige Problem, man kann nur einen Tag zurückreisen. Take a quick trip. So where? Es ist ein Traum, der wahr geworden ist. Wir sind wie auf Wolke 7. Es ist total fantastisch. Der Traum, von dem uns alle erzählen, ist wahr. Es ist so unwirklich. Ins Rennen um die begehrte Trophäe geht auch der norwegische Beitrag Tuber Atlantic. Regie führte bei dem 25-minütigen Streifen Halvar Witzø. Als der 70-jährige Oscar erfährt, dass er nur noch 6 Tage zu leben hat, will er sich mit seinem Bruder in New Jersey aussöhnen. Nein, 6 Tage, Oscar. Der Tag, an dem wir auf die Nominierung gewartet haben, war verrückt. Dann wurden wir tatsächlich nominiert. Ich schrie laut. Wir sind nominiert, weil das so unmöglich ist. Am Sonntag heißt es dann im Kodak Theater in Los Angeles, and the Oscar goes to...